YouTube, wir haben den Händler erreicht. Schaut er nicht gut aus? Er schaut gut aus. So, pass auf. Ich habe ihn schon verkauft. Ein paar Sachen. Er hat auch ein paar Sachen, die habe ich noch nicht gekauft. Die wollte ich mit euch kaufen, gemeinsam. Hier, zack. Dann, ja, Handyladen und so. Ich weiß ja nicht, oder? Brauchen kannst du das, sicher. Sturmgewehr, eventuell. Was haben wir hier? Naja, das Ödland-Ding. Nee, das lassen wir jetzt da. Was hat denn der für Mods? Was hat denn der da? Oh, the Battery Bank. Oh, das ist aber cool. Hat der auch... Der hat leider keinen Schmelztiegel oder so. Das wäre dann auch hier, oder? Wissenschaft, Schmelztiegel. Mods. Oder wäre das mehr bei Rohstoffen? Wäre es nicht bei Werkzeug eventuell? Dietriche könnte man gut brauchen. Waffen. Naja, Zweierarmbrust, nee, nicht unbedingt. Rüstung. Schauen wir mal kurz alles durch. Ich weiß gar nicht, ob die Schmelztiegel verkaufen würden. Ja, aber oh ja, die haben Zementmischer vielleicht. Vielleicht würden die auch eine Chemiestation verkaufen oder so. Messer, Fünfer, Fünfer Messer, das habe ich selber. Ja. Ja, genau. Mach's gut, gell? Da, schau wie geil, er hat da schon da, Moped, Motorrad, Ding, da Auto, Motor und das, ja, der hat richtig guten Shit. Alter. Da ist irgendwo ein Heli, da ist ein Heli. Da draußen hat auf mich gewartet. Weiß nicht, ob er noch draußen ist. Ja und, was willst du jetzt damit sagen? Ups. Das... Ödland. Gut, pass auf, du mach rein, was geht. Ah, Munition kriegt er nicht mehr, das esse ich. Dann vielleicht das noch rein. Was könnte ich denn verzichten? Ich will eigentlich auf gar nichts verzichten, wenn ich ehrlich bin. Aber das könnte ich ihm noch verkaufen, das habe ich gar nicht gesehen, warte mal. Wir könnten ihn noch was kurz andrehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Komm, das Blut. Das will er gar nicht. Du bist kein Blutbruder. Warum nicht? Zwei Jahre. Das habe ich auch schon eigentlich. Halbautomatik. Ich weiß es nicht. Da gönnt ihr das hier. Knochen will er auch. Ich will keine Knochen. Da, Vitamine. Hier. Hier, nimm das. Antibiotika lasse ich lieber selbst. Das brauche ich auch. Magnum-Munition brauche ich eigentlich nicht. Aber falls ich da mal eine Magnum habe, dann fehlt es mir nämlich. Kreisen wieder die Geier um mich herum. Das ist ja gar nicht so sexy. So. Jetzt haben wir gesagt, wir gucken uns um. Autos. Ganz wichtig, in Autos gucken. Ich finde es schade, dass ich beim Vorbeifahren nicht schon sehen kann, also nicht, was im Auto drin ist, sondern ob ich schon reinguckt habe. Das wäre eine geile Option noch, wenn sie das einfügen würden. Wir können auch noch irgendwo looten gehen. Es ist erst 17 Uhr, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. A, können wir ihn verkaufen. B, tue ich auch. Da ist noch ein Auto. Da könnten wir auch mal kurz reingehen, looten. Ist gar nicht so wütend drin. Guck, guck. Niemand da. Ich schon. Das ist zu. Das ist ja frecher. Da müssen wir übers Dach. Da müssen wir übers Dach rein. Ups. Ups. Zäh. Wow, 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 okay, okay, ich gehe schon runter. Ja? Hey, Tiki. Der Leuchteauge. Sag mal, leuchtet sie alle oder was ist los? Okay, von denen habe ich keine Angst. Der stolpert über seine eigenen Beine. Ganz spezieller ist das.
Ganz spezieller Dude ist das. Ups. Aufgemacht, aufgepasst, ich komme. Ah. Komm, ich nehme nur Schießpulver mit. Da, Steine nehme ich trotzdem mit. Hochdorf braucht man nicht. Jo, bin jetzt da. Wir könnten den Fernseher zerlegen, jo. Ah, wie schön das knarrt, das Haus hier. Sexuell hier. Ey, wir müssten echt mal eine Hordennacht. Ich müsste hier eine Hordenbase bauen. Ich bin so. Weißt du, da kommen alle Gestalten dann zu uns, oder? Ich weiß ja auch gar nicht, gibt es die Typen noch, die einen Sprengsatz an der Brust haben? Eigentlich noch? Das würde mich interessieren. Oh mein Gott, die Satanisten. Unheilvolles Ritual. Warte, ich brauche aber die Machete. Passt besser. So ist geil. Das ist ein cooles Bild. Feier ich. Habe ich es jetzt zerlegt? Nee. Hey, warum reagiert der oft nicht? Was ist los? Wo sind sie denn jetzt? Ich sehe es nicht. Hier. Diese brauchen wir gar nicht mit. Ich glaube, würde ich verkaufen. Ja gut, schauen wir mal, was da drin ist. Ja, schau, was ich sag. Habe ich da nochmal eine Magnum? Aber den Rest würde ich auch vielleicht gern mitnehmen. Bin ich froh, dass ich die Munition dann habe, ne? Öl ganz wichtig, Paper nicht so wichtig. Aber das war's schon? Nee, warte, da ist noch was. Esse ich gleich. Aber das war's jetzt schon. Gleich mal nachladen, die kleine Drecksau, die. Da unten ist nichts. Geilo. Habe ich schon Mods dafür jetzt einmal? Verändern. Was kriege ich hier rein? Gar nichts, oder? Gar nichts kann ich hier einbauen. Okay. Scheiße, aber ich würde die gerne mal benutzen jetzt. Richtig raushauen mit dem Teil hier. So, da kommen wir rüber, zack. So, bam, bam. Kurz mal gucken, da hinten rennt die Susan. Vielleicht schieße ich hier mal in den Busen. Susan, du kleine Drecksau. Hey, ich hab doch... Achso, weil ich auf Verändern gegangen bin. Susan. Headshot. Geil, Alter. Hey, Magnum ist schon cool. Kann man nichts sagen. Nur halt wenig Schuss. Nachladen dauert... Das sind so die Dinge, die mich nerven. Da könnte man reingucken, in das Auto. Habe ich hier Markt und Munition? Nee. Trum-ding. Pass auf, hier sind ja noch ein, zwei Autos zum Gucken. Ich brauche ja nur noch drei. Ich krieg nicht mal eins. Warte, ich hätte vielleicht vorher nachladen sollen. Ja, er muss auch noch drehen, Alter. Da kommt ein Geier auf ihn zu. Er muss auch noch sich mit der Trommel spielen ein bisschen.
Aber hört sich böse an, oder? Das Tal. Schon geil. Open. Oh, close, close. So ist Gala. Police! Oh nee, ist vielleicht auch nicht so geil so. Komm, ich hustle jetzt die ganze Munition weg. Ganz ehrlich, damit wir ein bisschen Platz haben im Inventar. Ballern wir alles weg. Da ist gar nichts drin. Ist ja gar nicht, nur ein bisschen Lehm. Das war's. Kein Geheimnis, kein Eingang, kein gar nichts. Dann gehen wir hier ran. Hallo, wir haben Gewichte heben. Die hört sich richtig gut an, finde ich. Oh, der hat einen blauen Sack. Ein blaues Sackerl hat er getroppt. Du bleibst hier drin, bitte. Oh nee, jetzt kommt doch noch der Breder her. Ja, wo? Wer denn? Wie denn? Wo denn? Kommen Sie raus! Er zuckt. Er zuckt noch. Er lebt noch. Achso, wieder ganz wichtig. Nicht vergessen. Und das Glöckchen aktivieren, damit ihr keinen ultimativen langweiligen Videos mehr verpasst. Dankeschön. Ja, ich muss schon sagen, die Magnum ist fett. Die ist fett. Der hier so raushauen, macht schon Spaß. Spiele ich eigentlich nie. Ah, wo sind die Präs? Kommt von oben runter, oder? Hallo? Wer zu Hause? Niemand mehr? Das war's? Gibt gleich Magnum-Munition. Nee, das ist er nicht. Ich krieg hier nur gute Waffen. Ich sag dir, das Ödland ist das beste Gebiet. Ist absolut das beste Gebiet. Da kriege ich aber Mods rein. Schau, verändern. Zack. Zack. Fertig. Jetzt habe ich auch noch eine Schnieper. Eine Schnieper. Sind wir auch noch am Schniepern hier, oder? Geil, Alter. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich nicht. Passt schon. Holen wir sich die guten Waffen. Snipern wir die Präs weg, Alter, komm. Gönn kurz so. Und gönn kurz so. Ah, ich hab gut, aber Ding. 5 Schuss. Hä, was, das war nix? Schönes Ding, so ist es. Paper ist unwichtig. Ich muss auf die Zeit aufpassen. Weil sonst habe ich hier nur einschufen. Nein. Noch wer hier? Gibt ein viel besseres Feeling, wenn du das alles nicht siehst. Aber wenn du nichts siehst, kannst du nichts machen, Alter. Schiet ist, dass ich halt keinen Platz mehr habe. Wo? Ich bin der Cowboy hier. Da ist sehr gefährlich. Ja, war ein ganz gefährlicher Ort, den du dir da ausgesucht hast zum Spielen. Ja, ich gehe safe nicht looten, da leckt es mich doch. Es ist gleich 22 Uhr. Also gleich, es dauert schon noch ein bisschen, aber... Nee, ich habe hier sowieso keinen Platz mehr.
Ich gucke jetzt nur noch in diversen Autos rein, ob ich ein Buch oder so finde. Was ich aber nicht tue. Warum eigentlich? So geil. Das hört sich einfach mächtig an, das Teil. Er ist tot. Die Waffe ist so stark. Ich habe das ein bisschen zu langsam eingestellt. Über den ganzen Tisch streicheln, oder wenn ich irgendwo weit hinauf aimen möchte oder so. Oh, da ist wer. Oh, das haben wir schon. Was könnte. Achso, warte, ich kann schauen, ob ich die Mod reinkriege. Wo ist er denn? War da nicht noch einer? Ja, ich sag. Einfach geil, Alter, mit der Knarre hier rumballern. Also, für eine Hordennacht ist nix vielleicht, weil es doch langsam ist. Aber es macht übertrieben Spaß. Ah, da geht nicht mehr als 3 rein. Essen geht's mir gut. Trinken, habe ich so irgendwas noch zum Trinken? Die würde ich vielleicht zerlegen sogar. Die Waffe ist einfach übertrieben stark. Warum renne ich die ganze Zeit alles ohne mein Moped? Oh no, den Bär kriege ich vielleicht down hier oder nicht? Stellen wir sich da hoch, hoffentlich sind wir da oben safe. Er ist down, oder? Nee, der hat sich nur totgestellt. Der Drecksack, du. Jetzt ist er down. Schönes Ding. I like this. Noch wer? Ich will irgendwie wegsnipen, Alter. Schalldämpfer könnte ich noch brauchen. Hui, das wäre optimal. Ein Schalli, das wäre super. Aber jetzt habe ich, ich hab ein paar Autos reingeschaut und da war kein einziges Ding drin, ne? Kein einziges Buch, um was zu lernen. Also, um Moppe zum Beispiel, also zu lernen. Ihr wisst eh, was ich meine, oder ich weiß nicht, warum ich das einfach nicht richtig aussprechen kann. Ich kann auch nicht mehr reden, Alter, was ist los? Da! Schönes Ding. Schraubenfedern wurscht. 2 noch. Oh, wir fliegen. Geier. Machen wir alle weg. Ich habe genug Munition zum Raushauen. Oh, warte mal. Verminte Gegend. Nicht so geil. Oh. So. Schaut aber auch geil aus, oder? Sieht richtig gut aus, das Gebiet.
Ah, jetzt habe ich die Munition reingehauen, dämlich. Na gut, aber den Revolver tun wir da mal weg, so. Ah, hoffentlich erwische ich keine Mine. Boah, ich sag dir, Drami, was, Alter. Polizei, Hände hoch. Weg ist er. Ach, so herrlich, Alter. So schön. Gilt das auch noch als so Schleichschaden, weil der mich nicht, wow! Weil der mich nicht gesehen hat oder so. Das macht so viel Spaß, ich sag's euch. Ach, da haben wir schon reinguckt. Fuck! Mensch. Oh, da waren wir drin, oder? Wir wollten nämlich die Waffe... Oh Gott, das ist ja Wahnsinn, du. Da holen wir sich noch ein bisschen Sprit. Das ging daneben. Da, jetzt hat er weggezuckt. Scheiße, aber da muss ich ein bisschen näher ran. So, jetzt da. Oh, ich sehe hier eine Bucherei. Und die Polizeistation. Und eine Schlange. Guck, guck. Wo bist du? Oh, ein Hund! Hallo, hier bin ich. Alter, ich liebe es. Ja gut, es ist gleich 22 Uhr. Ich werde es so aufs Mal kriegen, aber... Kommen Sie raus? Wer auch immer hier ist, kommen Sie raus. Da ist ein Loch in der Wand. Hast du das gemacht? Wo ist er denn? Sag mal. Ist aber mal gut hier. Oh, hey. Einmal noch. Nein! Oh Gott. Da war safe drin, Alter. Mit meinem Glück hier. Wo ist er denn jetzt? Ja. Oh. Gott im Himmel. Was macht er denn nur? Schnell ist gleich 22 Uhr. Kein Bock, dass ich jetzt noch aufs Maul krieg von denen dann. Da ist noch ein Bär, der hängt fest. Hier.
Scheiße, der hat's überlebt. Ne, hat's nicht. Der hängt fest. Meine Chance. Jetzt hängt er nicht mehr fest. Big Scope, Bruder. Sagen Sie mal. Ja, was denn? Ja, dann komm doch. Oh, das dauert lange. So, als erstes einmal alle aufwecken hier. Da kommt sicher der Bär durch. Da ist niemand mehr, oder? Ist er durch? Hi! Huhu! Ching, ching! Geier. Ja, es ist 22 Uhr. Ja, wir haben's. Oh, YouTube, wir sind so geil. YouTube, du. Na, 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 na. Wir sind so cool, wir sind so cool. Wir können uns jetzt ein Moped herstellen. Hallo, Bär. Wo steht mein Moped nochmal? Da ist es ja. Als Maulgeier. Kommst du jetzt oder nicht? Weil ich fahre heim. Ich kann mir jetzt ein richtiges Motorrad herstellen und nicht nur so einen kleinen Furztreck da. Happy. Ich bin richtig happy. Oh fuck, warte, ich muss auf der Straße bleiben. Wo ist die Straße? Wie das Mondlicht deine brennende Haut bedeckt. Es ist so herrlich. Es sieht so gut aus. Ah, wir haben so ein Glück, dass wir das jetzt gefunden haben. Aber wo geht's lang? Niu, niu. Du kriegst mich niemals, Bruder. Der Gefährliche. Hier muss ich lang. Niemals. Ich finde schön, dass die noch so richtig schön brennen. Also die Gegend ist einfach geil, muss man schon sagen. Also ich würde hier nicht gern wohnen, also keine Basebahn. Aber eine Hordenbase schon. Damals so eine Hordennacht verbringen. Ich glaube, muss nicht mal eine Hordenbase sein. Einfach ein gutes Gebäude finden, wo man so eine Hordennacht... Ah, oh, scheiße, Mann, ich bin falsch. Da rennen nur die Biester rum. Das Ödland ist einfach gefährlich, Alter. Das ist einfach gefährlich. So, jetzt ist aber mal gut, Alter. Ich finde die Straße nicht. Ich traue mich nicht querfeld einfahren wegen Minen. Oh mein Gott! So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Aber der Mond schaut auch geil aus. Es macht schon Spaß, das Spiel, muss man schon sagen, hä? Alpha 22 bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe vor kurzem erst ein Video gesehen auf YouTube. Da
Da hat jemand die Alpha 22 auf der Xbox gezockt. Das heißt, Konsole ist wieder aktiv, aktuell, ne? Kommt wieder was. Da bin ich schon gespannt drauf. Dann zocke ich es auf der PS5. Hallo, du. Schaut so gut aus, oder? Wie die Augen leuchten. Susan gibt nicht auf. Sie ist immer noch verliebt. Sie ist immer noch verliebt. Sie gibt nicht auf. Sie will mich immer noch. Oh, wenn Geier... Geier sind böse. Die sind schnell. Shit. Ah. Und drei Geier hinter mir. Ich hoffe, die geben bald auf. Der kotzt sich halber dann beim Laufen, hä? Hier könnte ich eigentlich schon querfeldein, oder? Das gehört ja nicht mehr zum Ödland. Ödland ist hier oder so, ne? Ja, auch nicht wirklich mehr. Na, ich glaube, bin schon draußen. Jetzt kommt der Kiefernwald. Ja, genau. Schaut schon wieder ganz anders aus hier, ne? Nichts mehr mit leuchtenden Augen in der Nacht. Der Zeor, der ist hinter mir her. Na komm, Junge, Abkürzung. Shit drauf, Alter. Weg hier! Oder willst du überfahren werden? Pass auf, bis ich mein neues Moped habe, Alter. Tju, Alter, dann mache ich alle weg. Runter von der Straße! Hier bin ich jetzt. Okay. Shit. Shit, shit, shit. Bin ein bisschen blöd gefahren. Darf jetzt niemand kommen und mich runterboxen hier. Ich brauche auch unbedingt die Mods für die Fahrzeuge, damit die schneller gehen. Größeren Tank kann ich schon herstellen. Reservetank. Aber da ein bisschen Turbolader oder so, dass die einfach zügiger unterwegs sind, weil es. Wenn so Geier kommen, ist ein bisschen zu langsam, obwohl das Moped ist von Haus aus eh schneller als das Mini-Taschenmotorrad da. Niemals! Nein, du kriegst mich niemals! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Vor mir eine Mauer. Niemals! Oh, verdammte Axt! Müssen wir ein bisschen Gas geben, Bruder! Ups, das war nicht so toll! Thank you.
Weil wir fahren aber schon lang. Wir müssen aber schon verdammt lange fahren, bis wir zu Hause sind. Aber ich sage, im Ödland gibt es den richtig guten Loot, ne? Also was diese Dinge angeht, die Prospekte, sage ich jetzt mal. Bücher. Finde schnell was. Wir sind endlich zu Hause. Na 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 na. Da ist eine Schlange, sie folgt mir bis nach Hause. Na 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 na. Sodala. Ey, das Licht flackert. Wieso flackert mein Licht? Welches Licht flackert denn da so? Nee, ist das hier, oder? Ja, ja, Tatsache. Okay. Nee, das ist das hier. Hey, kann sein, dass wenig Sprit drin ist und dann das flackert? Oder flackern die immer? Nee, weil das flackert nicht. Interessant. Das wäre jetzt aber cool, wenn das so ist. So, warte mal, hier habe ich die Dinger zum Verkaufen drin. Hopp, 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 hopp. Schön viele Bücher, mach mal wieder schön viel Kohle. Warum ist das da nicht drin? So. Ja, aber gut, YouTube, es reicht. Reicht für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte dich einigermaßen unterhalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut, hauen Sie rein. Und immer brave sein. Tschaußen.